Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es gab ja schon länger keine Videos mehr hier auf meinem Kanal. Und jetzt gerade sitze ich in einem tollen Hotel in Rotterdam, direkt mit Blick auf die Erasmusbrücke. Denn ich bin gerade wieder hier auf den Workshops in Rotterdam. Ich habe dieses Jahr ja wieder zwei Workshops hier gegeben. Einmal Architekturfotografie, den haben wir heute hinter uns gebracht. Und morgen geht es dann weiter mit Langzeitbelichtung. Und ich möchte diesen Moment einmal nutzen, denn er hat mir nochmal sehr bewusst gemacht, wo ich mich mit meiner professionellen Fotografie in meiner Karriere als Fotograf aktuell befinde und wo ich glaube, dass die professionelle Fotografie hingeht. Einfach auch gerade für diejenigen, die selber als professionelle Fotografen unterwegs sind, als Denkanstoß, wie die Zukunft vielleicht aussehen könnte und was man vielleicht bedenken sollte in der Zukunft. Für mich persönlich war es immer klar, ich möchte Fotograf sein, aber ich möchte keinen oder nur sehr wenig Endkundenkontakt haben. Ich finde Endkundenkontakt zum großen Teil unangenehm. Ich finde das teilweise schwierig, mich auf Kundenwünsche einzustellen, weil bei der Fotografie für mich persönlich auch ein großer künstlerischer Schaffenswert mit daran geknüpft ist. Und den kann ich häufig nicht ausleben, wenn ich auf Kundenaufträge angewiesen bin. Deshalb war für mich von vornherein klar, ich möchte Fotograf sein, ich möchte aber keine oder nur ganz wenige Aufträge fotografieren. Das bedeutet, die logische Konsequenz daraus war, ich möchte in den Learning-Bereich reingehen. Eben genau das, was ich jetzt gerade hier in Rotterdam zum Beispiel mache, nämlich Workshops geben. Oder aber natürlich Videotrainings anbieten, diese Videos hier auf YouTube anbieten, denn auch damit kann ich natürlich einen gewissen Teil meines Unterhaltes finanzieren. Natürlich ist dieser YouTube-Kanal hier viel zu klein, um davon leben zu können. Ich muss aber auch sagen, durch mein anderes Standbein, nämlich die Aquaristik bzw. das Aquascaping und den Aqua-Owner-YouTube-Kanal, der daran geknüpft ist, sehe ich selber schon, dass YouTube durchaus eine Vollzeitkarriere sein kann, denn das ist es aktuell für mich, wenn auch nicht mit diesem Kanal. Aber es soll ja mehr um Fotografie gehen und ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre lang von meiner Fotografie, die nicht auf Aufträgen basiert, ganz gut gelebt. Und ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel die Preise für meine Workshops jedes Jahr angehoben habe. Und jedes Jahr waren die Workshops zu gleichen Teilen ausgebucht. Und jedes Jahr war die Nachfrage nach bestimmten Workshops und nach bestimmten Themen und nach bestimmten Städten immer weiter da. Und das zeigt mir persönlich, dass auch die Nachfrage generell nach diesem Angebot, nach Learning-Angebot, nach Videotrainings, nach Sachen online, eben hauptsächlich über YouTube, aber dann eben auch nach den Praxisangeboten vor Ort, nämlich wie zum Beispiel einem Workshop, dass diese Nachfrage da ist. Und ich halte das tatsächlich für die logische Entwicklung der professionellen Fotografie in dieser aktuellen Zeit. Denn jetzt mal ganz im Ernst. Was für einen Anreiz gibt es für einen Kunden, einen Fotografen zu bestellen? Der Anreiz war immer, man möchte sehr gute, sehr professionelle, sehr hochwertige Fotos von etwas haben. Aber jetzt wieder mal ganz im Ernst. Wer braucht solche Fotos? Wirklich. Die meisten Startups, die ich so kenne, die meisten kleinen Unternehmen, die ich so kenne, aber auch die meisten mittelständischen Unternehmen, die ich so kenne, haben mittlerweile den Sprung auf Social Media mitgemacht. Das heißt, man präsentiert sich auf Facebook, man präsentiert sich auf Instagram, man präsentiert sich zum Teil auch auf YouTube, wobei das Thema Video will ich in dieser Stelle ein bisschen rauslassen, weil für Video sieht die ganze Sache nochmal ein bisschen anders aus, meiner Meinung nach. Ich will hier konkret mal bei der Fotografie bleiben. Das heißt, es findet eine Präsentation über Social Media Plattformen statt. Es findet natürlich weiterhin die Präsentation über Webseiten statt, aber nach allem, was ich bisher auch von Kunden gehört habe, von Geschäftspartnern gehört habe, von Freunden gehört habe, ist die Auffindbarkeit eines Unternehmens mittlerweile über die Social Media Kanäle deutlich besser gegeben als über die Website und vor allem, selbst wenn es über die Website geht, ist die Auffindbarkeit über Mobile Devices, also über Smartphones, über Tablets, viel, viel höher gegeben als die Auffindbarkeit an einem großen Desktop-PC. Die Nachfrage und auch der Sinn hinter hochauflösenden, professionellen Fotos fällt weg. Natürlich kann und sollte sich ein Unternehmen auch auf Instagram professionell präsentieren. Dafür ist es aber nicht nötig, ein 40-Megapixel-Foto hochzuladen. Geht auch gar nicht. Und die Kameras, die alle aktuell bei sich rumtragen, werden einfach von Jahr zu Jahr besser. Damit meine ich die Smartphones. So ein Smartphone ist eine ernstzunehmende Kamera. Und das sage ich als professioneller Fotograf. Ich habe zum Beispiel auch, wenn du schon auch einmal auf einem meiner Workshops dabei warst, wirst du das wissen, aber selbst wenn nicht, meine Workshops, die ich zum Thema Architekturfotografie gebe, wie jetzt gerade eben hier, die sind schon ausgerichtet an Fotografen, die sich nicht mehr selbst als Einsteiger sehen würden.
Ich erwarte von meinen Teilnehmern zum Beispiel, dass sie ihre Kamera komplett manuell bedienen können. Und ich schreibe auch in meine Ausschreibungstexte, du brauchst eine Kamera, du brauchst idealerweise ein Weitwinkelobjektiv, du brauchst ein Stativ und so weiter und so fort. Jetzt ist es tatsächlich passiert im letzten Jahr, dass ich zum allerersten Mal eine Teilnehmerin auf meinem Workshop dabei hatte, die nur mit dem Handy angekommen ist. Das ist etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil eigentlich mein Ausschreibungstext wirklich sehr nahelegt, dass man eine große, in Anführungszeichen, Kamera haben sollte. Vor allem auch wegen der Wechselobjektive, wegen Stativ und so weiter und so fort. Aber die junge Dame kam wirklich nur mit dem Handy an und sie meinte das völlig ernst. Und ich habe im allerersten Moment, so für ein paar Sekunden, habe ich gedacht, das wird aber nicht gut werden. Und dann dachte ich, geile Sache. Das wird richtig spannend. Denn was der Vorteil war bei ihr, erstens, sie konnte sich gar nicht mit der Technik auseinandersetzen. Ich rede in meinen Workshops nicht viel über Aufnahmetechnik. Ich sage den Leuten einmal, pass auf, so und so mache ich meine Fotos, wie ihr das machen wollt, mir egal. Ich will nicht über Technik reden, mir ist wichtig in meinen Workshops, den Blick rüberzubringen. Ich möchte ein Motiv erarbeiten. Ich möchte nicht, dass meine Teilnehmer dabei abgelenkt sind von ihrer eigenen Kamera und von ihrer eigenen Technik. Manchmal findet das natürlich trotzdem statt. Dann hat der eine oder andere Teilnehmer gerade eine neue Kamera bekommen oder ein neues Objektiv oder was auch immer. Das fand bei dieser Dame einfach nicht statt, weil sie hatte ja gar nicht die Möglichkeit, auf ihrem Smartphone sich groß mit der Technik auseinanderzusetzen. Das heißt, sie war von vornherein voll dabei, wenn es darum ging, ein Motiv zu erarbeiten. Und zweitens ist es so, dass wir gerade hier im Bereich der Architekturfotografie immer mal wieder auch mit Sicherheitspersonal oder Wachleuten zu tun haben, die natürlich nicht wollen, dass man ein Privatgelände betritt. Manchmal betritt man das Privatgelände noch nicht mal und trotzdem kommt man in irgendwelche Streitereien. Da muss man immer ganz vernünftig mit den Leuten reden und denen erklären, dass so ein Bürgersteig kein Privatgelände ist und man da durchaus stehen und Fotos machen darf. Ist aber ein anderes Thema. Was ich nur damit sagen will, ist, dass solches Wachpersonal dich und mich anspricht, wenn wir mit unserer großen Kamera da stehen. Die Dame mit dem Handy wurde nicht angesprochen. Die wurde nicht als Teil dieser Workshop-Gruppe angesehen, weil sie keine große Kamera in der Hand hatte. Und das war in dem Moment ein großer, großer Vorteil, weil sie konnte dadurch Bilder machen, die wir alle nicht machen konnten. Was ich damit sagen will, ist, dass Fotografie sich wandelt. Und Fotografie wird immer mehr zu etwas, was für jede Person, für jede Bevölkerungsschicht absolut normal ist. Das bedeutet, der Grund und der Sinn hinter einem Fotografen, der professionell Fotos von einem anfertigt, wird immer schwächer. Und ich persönlich halte das für eine vernünftige Entwicklung. Wenn du als Fotograf nicht in der Lage bist, auf so eine Entwicklung zu reagieren und dich selbst als Dienstleister anders aufzustellen, als das, was du vielleicht bisher die letzten 10, 20, 30 Jahre gemacht hast, dann hast du ein Problem. Das ist aber dein Problem. Das ist nicht das Problem der Leute oder das ist nicht das Problem anderer Fotografen, die vielleicht günstigere Preise anbieten. Völlig egal. Du kannst an Preisen nehmen, was du willst. Das ist etwas, was ich auch damit rüberbringen wollte, dass ich am Anfang erzählt habe, ich habe meine Workshop-Preise jedes Jahr erhöht. Es gibt für jeden Preispunkt eine bestimmte Zielgruppe. Und diese Zielgruppe wird immer bereit sein, einen bestimmten Preis zu bezahlen. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn jemand anders günstiger ist als du und du deshalb das Gefühl hast, der nimmt dir Kunden weg, dann ist das nicht dessen Schuld, sondern dann ist das deine Schuld. Weil dann offenbar die Kunden für den Preis, den du verlangst, etwas bekommen, was sie vielleicht so nicht erwartet haben, wovon sie eventuell enttäuscht sind. Es ist niemals das die Schuld der anderen, wenn du keine Kunden hast. Das ist deine Schuld. Du willst Kunden haben, du musst dafür sorgen, dass die Kunden zu dir kommen. Ich kann natürlich völlig verstehen, dass das ein sehr unangenehmes Gefühl ist, wenn du in dieser Lage bist und vielleicht mittlerweile in den letzten Jahren und Monaten bemerkt hast, ja, meine Auftragszahlen gehen langsam runter, die Leute machen immer mehr ihre Fotos selber, die haben alle Handys dabei, die machen alle 1000 Fotos und ich als Fotograf werde dann nicht mehr gebucht. Natürlich ist das unangenehm, aber es ist eine Entwicklung, die, wenn wir mal ganz ehrlich sind, absehbar war. Ja, jedes Handy hat eine Kamera, jedes Handy. Und diese Kameras werden von Jahr zu Jahr erheblich besser. Und diese Entwicklung erlaubt es dir aber auch, dich auf anderen Feldern auszutoben. Das ist im Endeffekt das, was ich bereits von Anfang an gemacht habe, nämlich zu sagen, ich will erst gar nicht in die Verlegenheit kommen, meinen Auftrag zu fotografieren, ich will erst gar nicht mit den Leuten als Dienstleister in Kontakt treten, sondern ich will von vornherein dafür sorgen, dass die Leute, die jetzt anfangen zu fotografieren, die immer ihr Handy dabei haben, die sich vielleicht, weil sie wirklich, wirklich viel mit dem Handy fotografieren, irgendwann doch eine größere Kamera kaufen und selbst wenn nicht, selbst wenn sie nur mit dem Handy fotografieren, aber Fotografie
als solches, als Hobby, als Leidenschaft, als Tätigkeit, wird für die breite Bevölkerung immer, immer greifbarer, weil mit jedem neuen Smartphone man in der Lage ist zu fotografieren. Und deshalb möchte ich genau diese Leute, diese Entwicklung, möchte ich abholen, möchte ich mitnehmen, damit, dass ich Inhalte für diese Personen anbiete, nämlich ihnen zeige, wie sie dann mit ihrem Handy bessere Fotos machen können. Oder auch mit der großen Kamera. Oder mit welcher Kamera auch immer. Ist im Endeffekt ja auch egal. Denn die Grundlagen der Fotografie sind ja ganz im Ernst kameraunabhängig. Wenn ich weiß, wie ich mit Licht umzugehen habe, wenn ich weiß, wie ich mit Schatten umzugehen habe, wenn ich weiß, wie ich ein Motiv ausrichten kann, was das bewirkt, wie ich eine vernünftige Linienführung mache, dann sorgt das dafür, dass ein Bild besser wird. Völlig egal, mit welcher Kamera es geschossen wurde. Und das ist etwas, was ich dir einmal mit auf den Weg geben möchte und wo ich möchte, dass du, gerade wenn du professionell als Fotograf unterwegs bist, mal drüber nachdenkst. Denn diese Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein, davon bin ich absolut überzeugt. Und ich kann nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, ja, aber professionelle Fotografie, das wird wieder kommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es immer einen Markt für professionelle, hochwertige Fotografie geben wird. Auch ich fotografiere immer noch Aufträge. Immer noch sehr wenig, weil ich das gar nicht möchte, weil ich gar nicht mehr fotografieren will. Aber sie kommen immer noch rein. Es wird immer einen Markt für professionelle Fotografie geben. Aber wenn du da jetzt einsteigen willst oder wenn du jetzt gerade eingestiegen bist, dann ist das ein wirklich, wirklich hartes Pflaster. Und ich persönlich würde es begrüßen, wenn viel mehr Leute in die andere Richtung gehen und gerade die Personen, die wir als professionelle Fotografen manchmal so belächeln und manchmal so herablassend behandeln, nämlich die, die dann mit dem Handy vor dem Big Ben stehen oder vor irgendeiner anderen Sehenswürdigkeit und die mit dem Handy fotografieren und wir stehen mit der großen Kamera daneben und geben uns Mühe mit unserem Foto und lächeln dann ab und zu mal rüber und sagen so, ja, ja, komm, knippst du mal. Aber ganz im Ernst, diese Leute, das sind die, für die Fotografie in den kommenden Jahren immer spannender wird und einen immer größeren Stellenwert einnehmen wird. Und sei es völlig unbewusst und sei es nur dazu, dass die Leute schnell ihr geknipstes Handyfoto per WhatsApp an ihre Freunde schicken können. Aber das ist dann eine Relevanz für diese Person. Das ist das, was sie gerade wollen. Das ist das, wofür sie gerade ein Foto brauchen. Und wenn ich diesen Personen zeigen kann, mit welchen einfachen Möglichkeiten man so ein Foto leicht besser machen kann, leicht schöner machen kann, dann freuen die sich darüber und ich freue mich darüber, weil ich meine Dienstleistung als Fotograf und mein Wissen als Fotograf auf diese Art und Weise weitergeben konnte. Wie siehst du das? Glaubst du, dass die professionelle Auftragsfotografie ebenfalls auf dem Rückgang ist oder glaubst du, dass da immer ein Markt für sein wird oder der Markt auch vielleicht wiederkommen würde? Lass uns gerne mal unten in den Kommentaren weiter darüber diskutieren und ich freue mich darauf, dich auf diesem Kanal wieder beim nächsten Video zu begrüßen.